So, jetzt bleiben wir bei dieser Route, die gerade auf den Eingang zugeht. Das ist eine Studie, die aus dem Baden-Württembergischen heute zu uns gestoßen ist. Die Belladonna, 1,47 hat sie Stockmaß, aber Sie wissen ja, 2 cm sind Messtoleranz. Sie ist 5-jährig und stammt ab vom Allgäuer, der ja auch bei uns gewirkt hat längere Jahre oder wirkt. Sie ist eine Prämienstute, hat selber Dressur im Pferde im A-Bereich schon vorgestellt bekommen bzw. errungen und hat auch in der Eignungsprüfung, was wir auch heute schon gezeigt haben, also die Grundgangarten, die Richtigkeit und dann das anschließende Springen, sehr hier positiv abgelegt und hat ein gutes Springvermögen gezeigt. Sie ist äußerlich brav im Umgang und vor allem auch schon im Gelände hier vorgestellt worden. Und der Besitzer oder die Besitzerfamilie sagt, auch schon mit Kindern und Jugendlichen wurde sie als Schulpferd eingesetzt und geht heute noch in der Prüfung bei der Dressurpferde im A-Bereich. Ja, der Pferdebetrieb von Stefan Gieser, Heiligenhöfe, ist heute unter uns und der Züchter ist der Bernhard Lehnli aus Obermarchtal, also aus dem benachbarten Württemberg. Eine schöne im Längsformat stehende Stute, schönes Rechteck, groß aufgemacht, immer schön im Takt. Und das galoppierst du dann mal an, auf der linken Hand. Jawohl. Das ist wichtig, dass die Pferde dabei bleiben, dass sie nicht weglaufen, dass sie nicht den Fluchttrieb ausnutzen, sondern dass sie schön auf die Reiterhilfe sich einstellen. Schöner, leichtfüßiger Galopp würde ich es bezeichnen. Nicht schwerfällig, was wir manchmal bei manchen Haflingern sehen. Da ist ja züchterisch sehr viel passiert. Also schon auch eine Empfehlung. Könnte man vorstellen, so als Buschpferd, als Vielseitigkeitspferd, Geländepferd, bestens geeignet. Mit schöner, natürlichem Bewegungsablauf. Sicherlich eine Empfehlung für unsere Jugendlichen. Oh, jetzt gehst du mal einen Schritt, junge Dame. Eine gesunde Fahrt, gell? Unsere Reiterin. Aber sie macht das ganz clever und damit unterstreicht ja auch die Besitzerfamilie, dass sie von Jugendlichen gut zu handeln ist, dass sie gut mitmacht, dass sie immer anständig ihre Aufgaben erfüllt. Mach mal schön im Schritt. Darfst auch mal rechte Hand gehen, wie du willst. Auch der Schweif, meine Damen und Herren, ist wichtig, wenn man den Schweif beobachtet beim Bewegungsablauf, dieses Pendeln. Nicht festgehalten, sondern immer locker in der Anlehnung. Im oberen Ring geritten, ohne Hilfszüge. Auch das ist ein gutes Indiz für den richtigen Weg der Ausbildungsskala. Ja, also, die Familie Gieser, Steffen Gieser ist hier und wird sicherlich noch mehrere Informationen haben über diesen sympathischen Haflinger mit dem schönen Outfit. Dankeschön.